sieht ja ein bisschen ausgestorben aus. Da oben geht's nicht lang. Gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Nö. Oh, was ist da? Steintafeln. Ja, das sah gerade aus wie das auf dem Medaillon. Das heißt, das ist wirklich etwas Rätselmäßiges. So, wo haben wir denn noch was? Irgendwo muss Hans ja hin sein. Und hier sieht es jetzt gerade ein bisschen nach Dead End aus. Also Sackgasse. Er kann sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben, ne? Von da kam ich? Von da kam ich. Dann gehen wir da nochmal runter. Versuchen nochmal, ob wir doch nochmal links irgendwie lang können. Ah, okay. Da geht noch ein Screen. Was ist da? Oh, das blaue Gras. Hab ich schon. Noch eine Steintafel. Ja, das ist ja das Gras, was die Mammut fressen, ne? Angeblich. Zumindest sieht das so aus wie das auf den Bildern dafür. So, was haben wir dann hier unten? Du. Da ist Hans. Und das ist irgendwie ein Tor. Da muss der Yuki rein. Das kennen wir ja schon. Nur wo der ist. Ah, der pennt wahrscheinlich nur unten im... Ah, okay, und deswegen müssen wir nochmal da runter. Okay, reden wir noch. Aber trotzdem mal mit Hans. Hans? Wir sind da. Siberia. Und die Mammuts? Etwas weiter, hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt den Yuki holen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, weil der ist eigentlich nicht so begeistert, einfach mitzukommen. Aber vielleicht jetzt, wo er auf Siberia ist. Vielleicht. Oh, sorry. Vielleicht macht ihn das ja mehr an. Und ist dann mehr motiviert, mitzukommen. So, wie komme ich denn jetzt da wieder rüber? Hier los, lauf, Kate. Okay, ich habe einfach nur nicht richtig gedrückt anscheinend. So, da hoch, aufs Schiffchen. Da. Hallo Yuki, komm mal mit bitte. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Will nicht, habe ich mir fast gedacht. Gibt es sonst noch irgendwas zu tun? Könnte dem halt irgendwas zeigen, aber ich bezweifle, dass das hilft. Eigentlich ist er ja nur auf Essen aus. Aber ich habe jetzt gerade keinen Fisch. Und ich wüsste auch nicht, dass ich hier irgendwo Fisch gesehen hätte. Das haben wir ja gemacht. Da kann ich auch nichts mehr tun. Da ging es raus, aber ich glaube nicht, dass wir das nochmal können. Das hatten wir uns beides angeguckt. Ja, jetzt natürlich guter Rat teuer. Ich muss den Yuki irgendwie mitkriegen.
Ich zeige ihm jetzt mal das blaue Gras. Vielleicht fährt er auch darauf, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Mal gucken. Hoffen wir, es funktioniert. Okay, doch, anscheinend fährt er auf das blaue Gras ab. Cool. Habe ich jetzt noch was? Ne, muss ich mir noch mal was nehmen, anscheinend. Deswegen waren da auch zwei, die ich nehmen konnte. So, jetzt folgt er mir anscheinend. Komm her, Yuki. Du hast doch deine Drogen gekriegt, also ab geht's. Hier lang. Du. Ich bin gespannt. Da hoch. So, dann aber noch erst das Gras wieder mitnehmen, nicht vergessen. Habe ich schon. Wie? Ich habe doch keins mehr. Gut, dann nicht. Dann erstmal nicht. Vielleicht nachher nochmal. Auf jeden Fall dran erinnern. So. Ja, geht er freiwillig rein. Immer rennen sie alle einfach weg. Kann ich dich da rausholen, Yuki, oder willst du nicht? Okay, du willst anscheinend nicht. Das ist jetzt nicht mehr. Ja, okay. Dann nicht. Gucken wir erst wieder woanders. Das hat bisher ganz gut geklappt. Aber hier ist jetzt anscheinend nichts. Gut, dann müssen wir ja da hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich Mammut sehen. Sieht hier sehr ausgestorben aus, von daher. Geht's hier links noch lang? Nee. Nur zurück. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Da sitzt er jetzt. Was ist da unten? Okay, da ist Sand drin oder sowas. Okay, genau, nimm das mal bitte. So, und jetzt schau dir das Medaillon an. Beziehungsweise leg das in die Mitte. Kann ich nicht. Okay, dann muss ich mir das doch anschauen. Gut, wo haben wir denn dieses komische Y-Symbol? Finde ich das hier irgendwo? Nee. Cool. Aber das, nee, das sieht auch anders aus. Wo haben wir denn irgendwas, was ich wiedererkennen könnte? Da ist so ein. Obwohl doch das scheint. Nee, es scheint nicht richtig zu liegen. Ich versuche es einfach mal auf gut Glück. Nee, das passt da nicht hin. Vielleicht. Vielleicht. Könnte. Nein, das passt da nicht besser hin. Das könnte da vielleicht besser hinpassen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Also, da ist so ein komisches. Was ist. Ja, es ist so ein. Fragezeichen ohne Punkt unten drunter und daneben ist dieses. Warte mal. Sehe ich das hier irgendwo?
Ich muss sagen, dass man das relativ schlecht sieht, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, nö, ne? Ich muss das halt schon matchen. Das war mir aber fast klar. Aber dafür muss ich halt. Also, das ist so ein Greifding. Also, so sieht es zumindest aus wie so ein. Ah, warte mal. Das sind die unteren Symbole, oder? Kann das vielleicht sein? Oh, ich hätte das halt gerne direkt nebeneinander, wenn ich ehrlich bin. Da unten ist dieses E, genau, das waren die unteren Symbole. Okay. Das ist dann nur verwirrend, weil das andere rot ist. So, das heißt, der Greifhaken muss daneben. Das heißt, da unten gehört das hin. Das passt auch sehr gut. So, dann haben wir dieses komische Y. Y da. Da muss so ein. Gott, das sieht so ein bisschen aus wie so ein P gespiegelt, aber nicht richtig wie ein Q halt. So. Wo könnte das denn sein? Das da? Naja, das sieht überhaupt nicht richtig aus. Das sieht eher aus wie ein E. Das da könnte das sein. Dann haben wir da so ein Schreibschrift A, würde ich mal fast sagen. Was gehört daneben? Da gehört. Oh Gott, das kann man nur so ganz knapp sehen. Das könnte das aber sein. Ja, das sieht gut aus. So, dann haben wir da dieses. Das sieht auch sehr merkwürdig aus. Das da, da gehört das E neben, okay. Ist das das? Nee, das ist das nicht. Oder? Das da gehört daneben, genau. Und dann haben wir noch den letzten, der müsste ja dann dahin gehören. Das sieht auch gut aus, das scheint zu passen. Drehen wir das nochmal. Schau an. Elfenbeinschlüssel. Das sieht genau aus wie der Vorarlbergschlüssel. Nur, dass er halt aus Elfenbein ist. Schnüffler. Aha. Ich bin ein Schnüffler. Oder so. Moment. Ja, das. Da kann ich jetzt nichts mehr machen, ne? Nö.